So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir sind jetzt bei Koloss Nummer 11 angelangt. Und da reiten wir jetzt mal ganz entspannt mal wieder hin. Es ist immer das Gleiche. Jede Folge beginnt irgendwie genau gleich. Aber ist eigentlich auch mal ganz nett. Und ja, wo es uns hinführt, weiß ich nicht so genau, aber... We will see. Okay, ich weiß auch gar nicht mehr, was gesagt wurde jetzt beim letzten Mal, was jetzt so der nächste Koloss sein wird. Also, naja, wie den Hinweis, den er gibt an die Spieler, die das Spiel schon kennen. Und damit ein bisschen was anfangen können und dann vielleicht denken, ah ja, der Koloss. Ah, yeah. Aber, naja, hier leider nicht. Gut, ja, wir werden es aber gleich erfahren. Gibt natürlich noch einige, die ich mich auch noch erinnern kann. Also, ich werde mich an alle erinnern können, aber jetzt so frei aus dem Kopf heraus habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar im Kopf, die noch fehlen, aber auch tatsächlich gar nicht so viele. Okay, dass es hier so nach unten geht, macht mich ein bisschen nervös, bin ich ganz ehrlich. So ehrlich will ich sein. Ach, geht gar nicht. Okay, geht schon nach vorne. Gut. Ist das vielleicht endlich der eine Koloss in der Wüste? Man weiß es nicht. Mir fällt auch ein, ne? Ich darf auf jeden Fall auch nicht vergessen, euch noch die Bonussachen zu zeigen, ne? Wo ich gerade so, dass da die Konstruktion da rechts sehe. Deswegen ich New Game Plus spiele. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ah! Das soll ich sagen, ja. Ich weiß wieder, hier, glaube ich, wo ich lang muss. Ich glaube, dieses Loch da rechts hat was damit zu tun. Glaube ich zumindest. Denke ich, hoffe ich. Muss man da vorbei. Aber muss da unten rein, tatsächlich. Ich glaube, das war der Gag hier in der ganzen Geschichte. Yo. Versuchen wir es mal. Ah ja, guck mal, da ist ein Weg nach unten. Ja, da muss man auf jeden Fall hin. Bin mir sehr, sehr sicher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein Pferd da mitkommt oder ob ich da jetzt alleine runter muss, um ehrlich zu sein. Ja, nee, da kommt das Pferd nicht runter. Das war doch hier, oder? Also, ich bin schon... Ja, auf jeden Fall. Oh nein! Oh, jetzt weiß ich, welcher Koloss es ist. Oh nee. Ich beschwere mich über mehr Kolosse, als dass ich mich über welche freue. Nee, das stimmt nicht. Aber der ist echt ein bisschen Kotze. Der ist Kotze, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Da lernen wir gleich sogar ein neues Gameplay-Feature. Das ist vorher noch nicht an. Auch nett. Autsch. Oh, ist ja Wasser. Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Na los! Schwimmt schneller unter Wasser. Das wird wahrscheinlich auch die ganze Folge dauern, der Boss, bin ich mir relativ sicher. Tipp, 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 tipp. Hey, nicht stehen bleiben. Diesen Ort kenne ich wie meine Westentasche. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hey. Okay, springen wir rüber. Oh.
rüberspringen. Geht das gar nicht? Moment, oh, hielt ich mich da gerade fest? Nee. Oh, ficken, Alter. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal... Nee, doch nicht. Ist doch nicht hinaus. Muss einen Umweg nehmen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, ich muss hier rüberspringen. Bin mir relativ sicher. Wahrscheinlich war da wieder gerade toter Winkel. Dass es deswegen nicht geklappt hat. Oh, ja, guck mal. Ich kann die Kamera bewegen. Hallöchen, na? Autsch. Ja, noch ein halbes Jahr damit. Und jetzt rennt er sich wahrscheinlich direkt wieder um. Ja. Oh, ich hasse ihn. Es ist so dämlich. Das passiert immer. Steh auf. Meine Fresse, das dauert so lang, ne? So. Nee, Moment. Da doch, warte mal. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau das, was ich wollte, tatsächlich. Das nicht. Oh. Also dieser Boss ist wirklich furchtbar. Nämlich nichts toll. Bro, jetzt sammel doch einfach diese scheiß Fackel auf. Oh. Danke. Meine Fresse. Steh auf. Dann bleib auch so ein halbes Jahr liegen, ey. Das ist so nervig. So. Ups. So wollte ich jetzt nicht unbedingt. So, da guckst du doof, ne? Vor Feuer hast du Angst, mein Freund. Oh. Da hinten ist ja eine verdächtige Kante, ne? Die er mal rückwärts runtersausen könnte, wenn ihr mich fragt. So, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, außer Glück zu haben. Aber nur hinterher zu springen! Zack! Oh, ich hatte echt Glück. Ich sollte mein Schwert wieder ausrüsten vielleicht. Scheiße. Das war vielleicht ein Fehler. All mein Schwert ist nicht mehr dabei. Das ist schlecht. Danke. Nein! Idiot. Dummer Scheißidiot Wanda. Oh. Ja, das war jetzt ein ganz großer Fehler, tatsächlich. Jetzt kann es 3 Stunden dauern, bis ich wieder auf seinem Scheißrücken bin. Aber es ist einfach nur noch Katastrophe, wirklich. Komm mal so ein bisschen irgendwie, vielleicht an der Kante, irgendwas, do something. Ja, nein. Mein Gott, er ist auch nicht doof, ne? Ah, da kann ich wieder die Wand auf. Ich liebe es, ein halbes Jahr wirklich in der Ecke zu liegen. Das ist wirklich so unfassbar dämlich. Meine Fresse. Na los, steh auf. Boah, das ist so frustrierend, ne? Holy shit, man kommt nicht so klar. Habe ich so mitten hier nicht.
Komm mal her, aber nicht mich umrennen, bitte. Ich habe gesagt, nicht mich umrennen! Arschloch. Wenn man da einfach nicht ein halbes Jahr hier liegen würde, ne? Mein Gott. Ich finde es auch so geil, man kann sich nicht dagegen wehren. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dem auszuweichen, diesem Rempel-Ding. Das gibt sie einfach nicht. Ja. Da kann ich also richtig viel machen, so. Mega. Steh auf, du fettes Stück Scheiße. Es ist so geil, ne? Kann man ja nicht direkt neu starten. Ja, cool. Also der Boss ist wirklich eine designtechnische Katastrophe. Also es ist auch wirklich was, was ich damals sagte, jetzt sage, es ist wirklich absolut schrecklich. So dieses wirklich stundenlange gestunt sein ist so unfucking fassbar nervig. Oh mein Gott, okay, ich hab's irgendwie hochgeglitschen. Okay. Also müssen wir ja Glück wünschen, dass er mal eine Sekunde die Fresse hält. Wie hat er kein Damage gemacht? So. So muss man sich jetzt nach vorne tasten langsam. Okay. Spaß, ne? Er war nicht stark genug. Ja, das war ein schöner Schlag. Manchmal hat man Glück und kann dann so nach dem Schlag direkt noch einsetzen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Geheimnis, wenn man so ganz kurz geschützt ist vor abgeschüttelt werden. Nichts. Ja, oh mein Gott, okay, das ging schon schnell, mein. Oh. Boah, nervst der Boss des Spiels. Okay. Alright. Dann würde ich sagen, ist doch der Rest der Folge perfekt dafür, dass ich euch jetzt mal ein bisschen was zeige. Ein bisschen was Schönes. Also, ne? New Game Plus. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gerade hin. Auf Dauer. Auf Anhieb. Dass ich die richtige Stelle finde. Aber durch maximale Ausdauer können wir genau diesen Laden hier auch tatsächlich schon komplett erklimmen. Und ich glaube, irgendwo hier auf der Seite geht's los. Müsste es eine Klettervorrichtung geben. Und Vorrichtung meine ich Gestrüpp.
Ja, nee, vielleicht auch nicht. Ja. Jetzt die Stelle finden, ne? Das ist natürlich so eine Sache für sich. Komm mal her. Abro. Geh dann vielleicht ein bisschen schneller und dann geh. Ich glaube, hier ist es direkt, oder? Ja. Oder? Ja, hier. Hier geht es los. Okay, Leute. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich krieg's jetzt auf Anhieb hin. Weiß nicht, ob das wirklich schneller geht. Mehr Ausdauer zieht, aber ich glaube nicht. Ja, wir müssen jetzt ganz nach oben. Gucken, ob wir das hier wirklich gut hinkriegen. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Es dauert ein bisschen. Vielleicht war es ein Fehler. Man weiß es nicht. Ich hoffe, das war jetzt hier. Ich wüsste nicht, wo sonst. Hier kann ich natürlich auch nicht stehen, ne? Wo wären wir denn da? Na, da kann ich, glaube ich, an den Rand gleich weiter. Da oben. Sieht so aus, auf jeden Fall. Warum kläre ich eigentlich so schief gerade? Da, danke. So. Nee. Jetzt bleibt er nicht da an der Kante hängen. Okay. Wieso kletter ich so schief? Manchmal weiß ich auch nicht recht, was das Spiel von mir will. So. Genau, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, wie ich mir das vorstelle. Natürlich nicht, weil... Oh, Bro. Danke. Ich glaube, ich habe zu wenig Ausdauer, weil ich jetzt halt zu lang rumgeturnt habe. So. Der Kollege Schnürschuh einfach meinte, irgendwas anderes gerade machen zu müssen. Das ist anstrengend. Ich hoffe halt, at this point ist es richtig, was ich hier tue. Alter, wo springst du hin? Holy moly. Ich habe ein bisschen Sorgen, ich glaube, ich bin falsch. Weil das ist irgendwie ganz schön weit oben hier. Scheiße, ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, das war natürlich jetzt ein kompletter Schuss in den Ofen. Ah, ich muss hier außen lang, ne? Ja, okay. Ist halt schon doof, wenn man erstmal wieder rausfinden muss, wo man lang muss. Und wenn das Spiel dann auch manchmal einfach nicht mitspielt, ne? Und er dann einfach meint, komisch anders klettern zu müssen. So wie jetzt. Warum gehst du da jetzt nicht drüber? Was ist dein beschissenes Kackproblem jetzt an der Stelle? Danke. Ja, es wird nichts. Sagen wir, wie es ist. Das nervt mich auch wirklich unnormal gerade. Kann ich irgendwo so, so stehen einfach? Naja. Bin ich halt jetzt tot. Ah. Sand, wo ich hier bin. Ja, geh halt runter. Geh doch jetzt.
Ich mach mir keinen Vorwurf, bin ich ganz ehrlich. Mein Gott, dauert das lange. Meine Fresse, hat das lang gedauert. Okay. Peng. 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 Keine Ahnung, ob das wirklich mehr Ausdauer zieht. Ich hoffe halt einfach nicht. Aber ich weiß es halt auch nicht, ne? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Nee, das wird schon genauso viel ziehen, denke ich. Da ist das Spiel nicht ganz so mies. Ups. Habe ich jetzt übers Ziel hinausgeschossen und nee. Naja, ich hätte auch genauso lange beim Boss hängen können, ganz ehrlich. Das wäre auch nicht ungewöhnlich gewesen. So. Nee, runter muss ich ja richtig. Kann ich mich auch so fallen lassen hier. Macht die Sache einfacher. Ich hoffe wirklich, dass es dann nicht mehr so weit ist. Jetzt gleich auch so den R2 einmal loslasse. Das spüre ich auch noch. Wenn das passiert übrigens, wenn ich jetzt nochmal falle, dann lasse ich es. Dann kriegt er in der nächsten Folge was. Oder irgendwann demnächst. Danke. So. Oh Gott, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber das ist wahrscheinlich normal. Oh Gott, da jetzt ran. Okay. Oh Gott. Ich glaube, da ist gleich Ende, ne? Also zumindest kann ich da gleich stehen. Sieht danach aus. Halleluja, okay. Oh, okay. So, und jetzt direkt der Wüstengang, ne? Oh mein Gott. Direkt Station 1, die wir abgehen könnten, aber mache ich jetzt nicht. Ja, jetzt sind wir oben drauf, oder zumindest so halbwegs. Hier gibt es ein paar lustige Sachen. Eigentlich wirklich nicht viel Spannendes, aber hey. Wie gesagt, dafür gibt es eine Trophäe. Also ich glaube, sobald man quasi hier die Kante eben da erreicht hat, gibt es eine Trophäe, glaube ich. Wir gucken uns am Ende hoffentlich die Trophäe nochmal an. Dann bringen wir es nochmal gemeinsam richtig in Erfahrung. Aber ja, nettes kleines geheimes Gebiet hier.
Und hier haben wir mein PS3-Hintergrund. Hi! Schön hier. Dürften eigentlich auch. Oder ist das erst später der Fall? Weiß ich gerade nicht, aber. Hier ist ein tiefes Loch auf jeden Fall. Ich dachte, da raufen wir noch so Rehe rum, aber vielleicht kommt das erst später. So, und irgendwo hier, wenn ich sie jetzt nicht finde, ist es auch nicht so schlimm, aber es gibt hier irgendwo eine Frucht, die an einem Baum hängt. Da! Sind auf jeden Fall welche. Ob sie sind, genau weiß ich jetzt nicht. Aber achten wir mal auf unsere Leben, wenn ich sie esse. Oh! Ist zurückgegangen, habt ihr es gesehen? Ausdauer verloren. Und auch Leben. Miese Brise auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man sich hier angucken kann. Muss euch leider enttäuschen, das war es irgendwie schon. Wir können jetzt halt nochmal, ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach so zur Komplettheit, was soll's. Könnt ihr da diesen Wüstengang entlang laufen. Also da, wo ich jetzt eben quasi oben rankam. Und da hinten bis in die Wüste quasi elendig weit laufen. Wobei, mache ich das? Ich bin mir gar nicht sicher, weil das ist halt scheiße langweilig und da ist halt auch einfach nichts. Da ist einfach dann eine Wand, so eine unsichtbare, und da stößt man dann immer so weg. Prallt man dann quasi so von ab. Und ich glaube, da muss man auch wirklich einmal hinlaufen. Für die Pladin-Trophäe. Ich glaube, da kam man dann noch, oder? Muss man das? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, der tote Winkel wieder. Ja, ach nee, komm, ich spaß mir jetzt. Ganz ehrlich. Das ist einfach ein bisschen zu weit. Das dauert einfach ein paar, so wahrscheinlich echt so 10 Minuten oder so, bis ich da bin. Gut. Ich beende jetzt mal die Folge auf jeden Fall und ich springe jetzt nochmal runter. Mal gucken, ob ich verrecke. Jo. Ab einer bestimmten Höhe verreckt man einfach. Alles klar. Gut. Dann sage ich jetzt aber auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und dann halt versuchen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Katzin, ja, komm, geh weg. So, hier. Tschüss.